Jo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Tipps und Tricks. Ja, die neuen Aufgaben sind da. Battle Pass, Buntballerei. Wir sehen hier, füge Gegnern Schaden mit Maschinenpistolen zu, besprühe einen Brunnen, einen Schrottplatz, Kran und einen Verkaufsautomaten und besprühe verschiedene Tankstellen. Wir fangen jetzt mal an mit dem Brunnen, Schrottplatz, Kran und einem Verkaufsautomaten. Jo, dann ziehen wir das Ding einfach mal schnell durch. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator-Code gegeben und ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item-Shop, sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken und es unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen Lieber drauf, unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, ja, ist doch perfekt für Junk Junction. Hier ist nämlich der Schrottplatzkran. Schrottplatzkran. Der ist nämlich genau dieser gelbe Punkt hier oben. Und hier gibt es dann auch einen Verkaufsautomaten. Holen wir uns erstmal das Teil. Ich hoffe, dass da jetzt noch keiner gelandet ist. Das wollen wir gleich sehen. So, ich springe jetzt mal ab hier und dann gucken wir mal, was da passiert. Wahrscheinlich wird dann da gleich noch jemand sein. Ich werde versuchen, den Automaten als erstes zu bekommen. Alter, leckt das gerade. Ist das dein Ernst? Jetzt wird es natürlich für mich problematisch werden. Kann aber auch gleichzeitig hier jetzt mal mit der Tankstelle anfangen. Das ist nämlich eine Tankstelle hier direkt zwischen Pleasant. So, dann machen wir das doch mal hier. Das ist eine Tankstelle. Wird das Ding besprüht. Einen davon haben wir jetzt schon. So, dann versuchen wir es doch gerade nochmal. Der Automat ist natürlich nicht da. So, aber den Schrottplatzkran haben wir schon mal. Yippie-yay. Und dann wird getanzt. Wenn wir hier in Mega Mall, da ist dieser Brunnen direkt in dem Gebäude drin, den kann man, ich glaube, das ist der sogar, den kann man von hier oben sogar sehen. Da werden wir jetzt landen. Und dann machen wir da unseren zweiten Spray. Dann brauche ich noch einen Automaten und dann haben wir es. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen früher da sein, die Gegner, so wie das aussieht. Ist das gut möglich? Fliegen wir mal direkt durch den Rauch hier durch. Uhahaha, ich sehe nichts mehr. So, direkt dort landen.
Da ist auch ein Brunnen. Den können wir auch besprühen. Warum wird der jetzt abgebaut? Den kannst du nicht abbauen, du Hund. Du willst den nicht wirklich jetzt abbauen, oder? So, da haben wir den Brunnen. Hier an der Tankstelle ist in der Regel auch noch ein Automat. Ich hoffe, dass der jetzt da ist. Und wie soll es anders sein? Er lässt den Automaten da stehen, das finde ich gut. In Automaten habe ich wenigstens... Und den Automaten habe ich und die Tankstelle habe ich auch. Das ist in Ordnung so. So, damit sind wir hier nochmal eins weiter. Jetzt habe ich Battlepass Stufe 21 damit erreicht. Was ist jetzt freigekommen? Finde zurückgelassene Spraydosen. Okay, alles klar. Finde zurückgelassene Spraydosen. Ja, jetzt diesmal hier bei Lucky Landing die Tankstelle. Bei Paradise gibt es auch noch eine Tankstelle. Da ist auch ein Automat oftmals. Könnte natürlich auch die Paradise-Tankstelle nehmen, um euch die zu zeigen. Aber ich gehe direkt jetzt hier bei Lucky Landing runter. Besprühe diese Tankstelle dort unten bei Lucky Landing. Das ist diese hier. Und dann haben wir auch diese Aufgabe erfüllt. So, da ist die Tankstelle. In der Regel, wie gesagt, auch hier Automaten. Aber irgendwie gerade im Moment ein bisschen Pech. So, damit habe ich auch diese Aufgabe erfüllt. Ja, Battle Pass Stufe 22, eine neue Lackierung, den Ritterschlag. Und, ey, diese... Ey, der passt ja perfekt zu mir, Kollegen. Ich liebe den Piraten. Besprühe verschiedene Tankstellen. Sehr geil. So, jetzt gucken wir mal in die Herausforderung rein. Was ist denn da jetzt als nächstes? Beschädige gegnerische Gebäude mit einer Minigun. Finde zurückgelassene Spraydosen. Alles klar. Gut. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte... Achso, ich blende euch jetzt mal ein, wo es in der Regel Verkaufsautomaten gibt. So, hier sehen wir mal, es sind ziemlich viele Orte, wo es Verkaufsautomaten gibt auf der Map. Ja. Hier bei Paradise, da normalerweise, bei Lucky Landing gibt es die zwei, hier überall querbeet. Wenn es euch hilft, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite, Tricks, Tipps und Tricks mit mir, dem Herrn gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.